Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum ich jetzt plötzlich hier vorne stehe und nicht mehr dort hinten. Hat einfach folgenden Grund: Ich habe ein bisschen Tränke gebraut. Wir hatten ja so viel gesammelt in der letzten Zeit. Und dann dachte ich so, brauchst du mal was? Wir haben jetzt knapp 30.000. Entschuldigung. Und ich habe halt auch unglaublich viele Kräuter verkauft, die wir einfach nicht mehr gebraucht haben. Und damit können wir dann auch rumreisen. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwas im Pferd habe. Ah ja, ich weiß noch, was ich im Pferd habe. Ich habe Lazarus-Elixier im Pferd. Da nehmen wir mal 5 mit. Also in die Tasche. Davon nehmen wir mal 8 mit. Und davon nehmen wir mal so 3 mit. Genau, Trockenobst habe ich auch noch abgelegt. Aber nur so zum Essen, bis ich Schnaps, falls wir mal was trinken wollen. Und jetzt wollte ich nochmal hier wegen den Pfeilen gucken. Was haben wir denn? 34 Pfeile. Hey, wir können uns auch mal überlegen, ob wir mal nach einem neuen Bogen gucken. Auch wenn der jetzt super stark ist schon. Ja, was hatte ich denn heute vor? Oder was hatten wir heute vor? Haben wir hier noch erstmal was. Spüre Stinke auf. Wir könnten natürlich das weitermachen. Theresa, Herrin Stefanie. Oh, wir könnten die Plünderer zu Ende machen. Ja komm, wir machen mal die Plünderer gerade nochmal zu Ende. Wenn die da schon sind. Und als nächstes, also als darauf folgendes, hätte ich die Idee, dass wir mal beim Vogt mal wieder vorbeischauen. Und gucken, ob er was für uns hat. Vielleicht hat er auch nichts für uns. Dann hat er halt nichts für uns. Ja. Ja, es ist wieder eine neue Aufnahmesession tatsächlich. Die letzte habe ich jetzt schon... Also da, die Story mit Theresa und so, die haben wir ja jetzt durch. Das DLC, ich habe nochmal geguckt, ob es, sage ich mal, der einzige Content ist. Es soll noch weiterer kommen. Ich weiß zwar nicht welcher, aber es hieß, eine neue Questreihe inklusive halt Theresa, Theresas Geschichte und ja, der Hund war halt noch dabei, genau. Das sind so die Sachen. Tatsächlich hat dieses Theresa DLC nur in Anführungsstrichen 5 Stunden. Aber die andere Quest soll länger sein. Also von daher eigentlich ganz gut. Also... Aua. Shit. Also ich finde den Preis auch echt angemessen. Ich glaube 12 Euro hat das DLC gekostet. Also dafür, dass man da halt wirklich so viel Mühe reingesteckt hat. Und ich glaube, es war sogar für Bäcker. War es sogar... für Umme. Was ich noch besser finde. Also das... Ja... Definitiv. Da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Das hat man schon gemerkt. Also neue Charaktere sind aufgetaucht. Eine ganz neue Geschichte ist mit dabei. Also Chapeau. Chapeau der Herr. So, wo sind denn die Gegners? Noch 100 Meters. Ah, stopp. Wir steigen ab. Okay. Und? Fuß? Und? Ach, da bist du. Köter. Wir loben ihn mal. Ganz fein. So. Einmal loben. Kann er... Wir haben den ja jetzt gerade auf nichts, ne? Zur Mühle. Bleib, jag wild, füttern, loben. Okay. Er kann halt noch nicht angreifen. So gut sind wir nicht. Wie lange brauchen wir denn noch? Okay. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Jetzt haben wir mal gepfiffen. Oh, da vorne, da vorne, da vorne. Der kriegt einen Fall. Der kriegt einen Fall in den Kopf. Komm her, Junge. Was ist das? Treffer. Der würde nicht mehr leben, oder? Den hat's hart getroffen. Dass ich den treffe überhaupt. Also die werden uns hören, definitiv. Machen wir uns nichts vor. Ich nehme auch jetzt mittlerweile nicht mehr alles mit. Und das, was wir so brauchen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Irgendwo muss dieser... Er kann leider noch nicht anfallen. Oh, da vorne ist einer. Den würde ich mir holen. Ich schleiche mich mal ran. Und befeuere ihn dann. Also das mit dem Fass, das wäre so gut. Jetzt gerade. Okay, jetzt müssen wir mal zielen. D.
Der hat nichts gemerkt. So, jetzt hat er was gemerkt. Und er rennt weg. Das ging ja schnell vorbei. Oh, da ist sein Hund. Ja, der Hund rennt mit. Wir können uns jetzt endlich wehren. Oh, da hinten sind Wildschweine sogar. Da vorne sitzt einer. Ich versuche den mal zu treffen. Okay, jetzt müssen wir wohl oder übel in den Kampf. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Na komm. Da hast du. Okay, Moment. Hat mich jemand von der Seite angegriffen? Seid vorsichtig! Da. Kommt ein Kumpel noch vorbei? Moin. Dann machen wir einen Fallwettbewerb, ha? Nein! Glück gehabt, Alter. Ich treffe dich als erstes. Nein! Ja! Treffer. So, das. Das nehmen wir mit. Ansonsten brauchen wir echt nichts von dem. Wir können hier gerne tot rumliegen. Hab ich nichts gegen. Ich bestatte ihn nicht, kann gar nichts. Er hat Leute umgebracht. Oh, jetzt habe ich außerdem was mitgenommen, was ich nicht brauche. Da. Diese Platten-Dinger hier. Ist hier noch jemand? Will mich hier noch jemand töten? Hab keine Ahnung. Ein schönes Pferd, was hat das? Okay, es ist schlechter als meins. Da hinten ist unser Pferd. P-Pferd. Oh, da vorne ist eine Truhe. Moment, die können wir hoffentlich aufknacken. Sehr schön. Ich habe keine Dietriche. Was? Wie kann ich denn... Keine Dietriche? Ach, wir sind im Kampf. Das wird wahrscheinlich der da sein. Jetzt treffen wir ihn hoffentlich mal. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Na komm her, Junge. Irgendwie hast du keinen Bock mehr, kann das sein? Aua. Jetzt ist der Hund auch tot. Sorry. Könnten Hundefleisch mitnehmen. Machen wir auch, komm. Das Fleisch können wir mitnehmen. Ey, Kumpel. Danke. Wir brauchen dich nicht. Hä? Wir geben ihm gleich Hundefleisch. Das ist irgendwie schon bitter. Oder geben wir ihm doch lieber das Hasenfleisch. Ringelblumenaufguss. Füttern. Sieh mal, was ich ganz... Ja, guck mal, den Kriegshase. Bitteschön. Viel Spaß beim Füttern. Viel Spaß beim Essen, meine ich. Viel Spaß beim Füttern. Ich könnte... Oh ja, Hunde... Ja, Level Up. Wir könnten das tatsächlich gucken. Was haben wir? Gekochtes Hundefleisch. Okay, ist aber ein bisschen konservierter. Okay. Nein! Nein! Kann das denn kompliziert sein? Ach, da steht jetzt jemand. Gut. Ja, dann gehen wir zu Bernhard, oder? Oh Mann, wir müssen dringend Schlösserknacken üben. Wir bräuchten tatsächlich mal ein Buch, das Schlösserknacken ein bisschen fördert, würde ich mal sagen. Achso, und wir sollten mal Matthäus und so besuchen. Die haben ja noch gemeint, die hätten was für uns. So nachträglich, dass wir denen die Arbeit besorgt haben. Ich hoffe, die machen keinen Ärger, weil die sind ja schon... Zwei Rohlinge, haben wir ja schon gemerkt. Also Theresa war ja... Hat ja schon die beiden mitbekommen, wie die so ticken, ne? Wir erinnern uns, Fritz hat mich davor zurückgeschreckt, den Command zu töten. Wobei es man auch das irgendwie verstehen kann, dass man das aus blanker Wut macht. Auch aus reiner Überlegenheit. Und so sagt, jetzt bist du dran, Bruder, jetzt bist du tot.
Sehr schön. Ja, also wenn wir das jetzt alles geklärt haben, warum nicht? Dann, wie gesagt, würde ich jetzt nochmal zum Vogt gleich gehen und gucken, was hat der so für uns? Hat er so einen Tipp für uns? Sagt der Edgy Badge nein? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wäre auch nice to know. So. Unhotte Hü. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt auch genügend Geld, als dass wir, also, können ohne Probleme irgendwie, keine Ahnung, bezahlen, wenn wir Strafen haben oder so. Das ist kein Problem mittlerweile mehr. Was ich übrigens sehr gut finde, dass man irgendwann mal genügend Geld hat und man sich nicht so viel sorgen muss. Am Anfang hat man noch sehr viele Sorgen, aber wie gesagt, wenn man halt einfach nur ein bisschen spazieren geht und so und ja. Alles gut, schreibe mich nicht so an. Ich will erstmal die Sachen reparieren und zum Schneider gehen. Also wenn man halt am Anfang so ein bisschen Geld braucht, okay, kann man verstehen. Guten Tag. Ja, und irgendwann mal ist das dann auch. Ah, guck mal. Das ist halt kein Geld für uns. Zack. Ruf gebessert. Verbessert in dem Fall. So, hey Kumpel, wie geht's dir? Es ehrt mich. Reparatur. Ah ja, guck mal. Ein bisschen was. Kann man machen. Genau, jetzt reiten wir noch zu Bernhard. Sachen, dem mal noch was passiert ist und dann ist gut. Also ich finde halt auch immer gut, dass man die Sachen hier verbessern muss. Also ich finde die Mechanik auch ganz nett, weil sowas nutzt sich halt dann auch ab im Kampf nach einer Zeit. Hier gibt es, glaube ich, Bögen, kann das sein? Bei ihm hier, bei ihmchen, ne? Ja, beim Wildhüter. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Genau, bei ihm war ich schon mal und habe versucht zu handeln. Möge Gott über dich wachen. Kunst des Aufbrechens 2. Eine Schatzkarte, okay. Was ist denn dein bester Bogen? Ein Eichenlangbogen. Und den könnten wir ohne Probleme nehmen. Ulmen Langbogen, das ist der Eichenlangbogen. Und er macht schon. Warum macht er weniger Schaden? Wir haben einen Ulmen Langbogen. Der macht. Der hat 72 Kraft, der hat 77 Kraft. Ja, moin. Ja, komm, das zahle ich aus der Portokasse für ihn. So, jetzt haben wir dir auch noch die besten Bogen. Wir könnten tatsächlich überlegen, uns das Schwert des Herodes jetzt auch noch zu holen. Ich glaube, das war ja super stark. Dann können wir unser Magdeburger Schwert auch endlich mal ablegen. Machen wir. Wenn er noch offen hat. Hey, Kumpel. Zu deinen Dienst. So. Da, Schwert des Herodes. Es hat nicht mehr so viel Stich, aber mehr Schlag. Viel mehr Schlag. Wir haben ja im Moment. Wobei, es geht eigentlich. 57, 57. Und der hat. Okay, 54, 75. Na. Und wir schlagen halt im Moment sehr viel. Ja, komm, wir nehmen das Schwert des Herodes. Kostet halt ein bisschen mehr, aber hey. Also man merkt schon den krassen Unterschied. Ja, gut. Komm, das. Besprechen wir. Komm, da machen wir einen besseren Preis draus, oder? Komm. Zufrieden? Komm schon. Na schön. Das ist zu. Ja, passt schon. Mit der Summe. Ja gut, dann haben wir jetzt noch das bessere Schwert. Wir bekommen ja eh gleich nochmal Geld zurück. Das Langschwert ist ein erlesenes Stück. Es besitzt eine derart hochwertige Klinge, dass es nach Herodes Antipas benannt wurde, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Also Schlag ist gut. Stich ist, wie gesagt, das nutzt man mal gerne. Einfach nur so nebenbei. Aber Schlag ist tatsächlich das, was wir am häufigsten nutzen. Gerade nach dem Reposten. Das Schade ist nur, dass er nicht so viel Wucht hat. Also Wucht ist halt so eine Sache, die wir häufiger nochmal benötigen bei Plattenrüstungen. Aber naja, wir haben dazu ja auch den Rabenschnabel, glaube ich. Da kommt Bernhard. Kumpel. Ich hab was für dich.
Gott sei mit dir. Das hier. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier ein Ratei getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Sehr wohl. Sei mit dir. Und, Moment, du kriegst noch was anderes von mir. Ich hab... Zeig her, das haben sie. Mach's gut. Sehr gut, 140 Groschen nochmal drauf. Ich wollte mal kurz noch was gucken bezüglich den hier, den Rabenschnabel. Der hat halt Wucht 55. Okay, gut zu wissen. Oh, wir haben hier noch das Skalitzer-Schild. Genau, 133 Verteidigung. Das würde ich auch niemals weggeben, tatsächlich. Schon alleine, weil es im DLC läuft. Okay, dann haben wir das gemacht. Achso, wir wollten zum Vogt. Wenn er noch da ist. Ich hoffe sehr, dass er noch da ist. Herr Hanusch, guten Tag, der Herr. Ja. Gerade Herr. Herrscher. So. Genau. Da vorne müsste der Vogt sein irgendwo. Schnacken wir mal mit ihm. Wir haben uns ja eigentlich in den Dienst hier reingestellt. Der hat aber eine komische... Okay, der hat einen komischen Fehler gehabt. Wie immer. Gucken wir uns mal um. Hallöchen, Popöchen. Ist hier jemand? Wenn nicht, können wir hier auch mal klauen gehen. Ah, hier vorne. Herr Vogt. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Hast du einen Job für mich? Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Bitte was? Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Klaro. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Sehr gut. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Excrementus. Hört sich an wie ein Zauberspruch. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Scarlitzern sich am besten eignet. Das bin ich. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Hören wir mal zu. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Okay, fragen wir nach. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun?
Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Okay. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Das heißt, alles Gute. Einen normalen Job quasi und einen Job, wo man das Doppelte verdient, quasi der, der eh nur an Profit denkt, der ist am besten geeignet dafür. Jetzt müssen wir diesen Alex suchen. Ein Bettler. Kann man den vielleicht auf der Karte sehen? Händler Hagen, okay. Ah, da hinten ist Alex. Ja komm, da rennen wir hin. Wir üben ein bisschen in Vitalität, weil unsere Vitalität ist echt ein bisschen mies. Also wenn wir noch so ein bisschen rennen, dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal ein paar Punkte dazu. Also mehr Ausdauer. Gleich sind wir dabei. Beim Kämpfen kriegt man zwar auch Vitalität, aber nicht so viel. Ich glaube beim Rennen mehr. Und wir sollten das auch mal nutzen. Weil im Moment sind wir faul. Zum Glück also gehen Fähigkeitspunkte nicht zurück. Das wäre ja super eklig. Das heißt, man müsste halt mehr laufen anstatt reiten. Oder ja, man kann nur eines haben, was besser ist. Ah, hi. Gott sei mit dir. Hör mal zu, Junge. Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Es ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Das bezweifle ich. Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Okay. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Okay. Es wird aber etwas dauern. Machen wir. Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Okay. Danke. Das bald. Besser als nichts sparen wir uns gerade mal. Mir ist aufgefallen, dass einige Skalitzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Hat mich gerade interessiert. Aha. Ich sehe mir das mal an. Okay, wie geht es den Flüchtlingen? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Mhm. Also dachte ich, du könntest helfen. Du meinst, ich soll in den Wäldern für dich jagen? Bist du verrückt? Das ist Wilderei. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Ah. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Verstehe. Aber du gehörst Herrn Ratzigs Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ja gut, komm. Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Gott behüt dich. Ja, natürlich. Also, meinen eigenen Leuten helfe ich gerne. Also, es gibt hier so ein paar Questen schon mal. Also, Moment, wo haben wir das denn? Questlog. Wir haben Festmahl für die Bettler. Das nehmen wir mal raus. Das können wir machen. Wo ist denn jetzt? Okay, also es gibt hier jemanden, der anscheinend Prügel... Also anscheinend so Wettkämpfe veranstaltet, so ein bisschen UFC-mäßig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den finden. Löckchen, hey Löckchen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Okay, den kann ich nicht danach fragen. Ich würde es gerne wissen.
Aber wie gesagt, wir fragen nochmal hier diesen Herrn Konrad, so hieß der doch. Wir fragen ihn mal kurz wegen einer neuen Köchin. Ah, hier waren wir ja schon ein paar Mal. Ah, Konrad Hagen, genau. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Ja. Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Okay. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne dich, Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Sehr gut. Ich verstehe. Verzeih. Kann ja sein. Muss man fragen. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Mhm, okay. Aber ich muss wissen... Nö. Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Alter, was ein Typ. Okay. Alles Gute. Okay, das heißt, es muss Leute geben, die ihr Gesicht verlieren. Was bist du denn? Ach, das ist der Alex wieder. Okay, also auf den müssen wir ja jetzt warten. Wenn die Frau für den... Wir haben ja vor ein paar Folgen, ein paar hundert Folgen gefühlt... Oh, Entschuldigung. Jetzt ist aller. Gab es doch eine Frau, die für den Mann hier... Also sieht jetzt aus wie eine Birke. Agnes, genau. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Genau. Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Scarlets niedergebrannt haben? Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Genau. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Oh nein. Warum nicht? Weil ich immer noch seine Haushälterin bin. Aber er soll geflohen sein und nicht zurückkehren. Das sind alles nur Gerüchte. Ich bin nach wie vor seine Haushälterin. Pater Franziskus braucht keine Haushälterin mehr. Was? Sag nicht, er hat eine andere gefunden. Boah, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, weil die ist anscheinend sehr fixiert auf ihn. Tja... Ich sollte eigentlich nicht darüber sprechen. Aber es ist, wie es ist. Vielleicht das aber hier. Das sieht ihm nicht ähnlich. Irgendjemand muss ihm einen Floh ins Ohr gesetzt haben. Ich gehe zu ihm. Aber er ist nicht in St. Jakob. Nein? Wo denn dann? Und warum hat er dort eine neue Haushälterin? Sie schicken ihn weg. Irgendwo nach Südböhmen. Ich hörte, dort gibt es schon eine Haushälterin, die ihn erwartet. Und was wird aus mir? Er wollte dich nicht aus deiner gewohnten Umgebung reißen. Du lebst doch schon so lange hier. Schon, aber was wird er ohne mich tun? Wird man sich gut um ihn kümmern? Ihm wird es sicher gut gehen. Aber was ist mit dir? Du hättest es nicht schlecht als Hagens Haushälterin. Also gut, dann arbeite ich eben für ihn. Sehr gut. Dann haben wir das geklärt. 100 Groschen. Wo ist die Orgel? Ich hab einfach mal gedacht, ich spende mal ein bisschen Geld der Kirche. Da kommt eine Orgel von irgendwoher. Okay, wir haben keine Sünden mehr. Oh, sind mal gut. Entschuldigung, das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Weiß gar nicht, woher. Okay, also wir haben Agnes. Also ich wollte der jetzt echt nicht sagen. Man hat schon gemerkt, die hängt irgendwie an ihrem alten Mann. An ihrem alten Priester da. Achso, okay, muss man nicht mehr. Und ich habe mir jetzt echt gedacht, lieber nicht zu viel sagen. Wirklich nicht. Nein, brauchen wir nicht.
Okay, jetzt haben wir halt einen ganzen Tag Zeit noch. Habe ich noch Bücher? Ich glaube nicht, ne? Ich habe die Regel des heiligen Benedikts gelesen. Wir könnten gucken wegen dem Schlösserknacken jetzt, aber... Also wie gesagt, ich renne jetzt absichtlich ein bisschen umher. Einfach nur um, ja, ein bisschen, mit Matanus reden. Gott segne dich. Was betrübt dich? Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Heinrich, du kommst gerade recht. Was? Ich benötige deine Hilfe. Was? Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern. Was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet. Was? Ketzer? Was macht ein Vikar? Ein Vikarius ist ein Vertreter quasi des Erzbischofs. Der Erzbischof kann ja nicht überall sein. Und der handelt im Namen des Bischofs. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. Ja. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Hase von Hasenburg? Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Okay. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Kuman. Na siehst du, Heiden. Ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber... Okay. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Seh... Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Tja, Erzbischöfe halt. Hat sich bis heute nicht viel verändert. Was? Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Lebe wohl. Ach ja. Valdenser. Oh, es handelt sich um Valdenser. Oh, die Vorläufer des Protestantismus. Das ist natürlich spannend. Das ist sehr spannend. Gibt es bis heute noch die Valdenser, gerade in Italien und auch in Deutschland? Ich glaube, oder war es auch Österreich, irgendwie so. Ja, wurden vor kurzem von Papst Franziskus, vor kurzem ist gut, vor, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren, wurde tatsächlich da positive Signale gesendet zu den Valdensern. Also hat mich auch sehr gefreut persönlich. Dann schließt man, also tatsächlich
sind Waldenser bis heute noch Ketzer für die katholische Kirche. Aber da geht man halt einen wichtigen Schritt aufeinander zu in einer Welt, wo irgendwie uns eigentlich allen klar sein sollte, dass man sich vielleicht nicht die Köpfe einhaut. Aber man merkt, wie stark politisch halt auch die Kirche hier jetzt war. Das ist halt so ein richtiges Unding, was die Kirche teilweise... Das ist falsch, weil es gibt nicht die Kirche. Auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Sondern was die Bischöfe gemacht haben, das ist furchtbar. So, wir legen uns aber mal schlafen. Wir müssen nämlich am nächsten Morgen uns um die Arbeit kümmern. Und ja, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Also von daher, bis dann.